Antenne. Die Antenne Steiermark Muntermacher, Chrissy Klug und Thomas Axmann bei Franz Klewein im ÖMTC Fahrsicherheitszentrum Langlebring. Franz, was passiert, wenn ich während der Fahrt die elektrische Handbremse betätige? Ich hätte gesagt, probieren wir es aus. Chrissy? Wichtigste Frage, kann uns was passieren? Probieren wir es aus. Ja. Dann hätte ich gesagt, legen wir los. Normal mit, nein, du bist eine sportliche Fahrerin, da nehmen wir keinen 50er. Rot runter, rechts halten, du kommst von hinten wieder rauf und dann wird der Axi, weil du hast einen Assistenten neben dir, die elektronische Handbremse anziehen und dann werden wir schauen, was passiert. Also hätte ich gesagt, legen wir los. Okay, gut, dann geht's los. So. Drive, gell? Ja. Axi bis halten, bis zum Stillstand. Dann bremst du das Fahrzeug ein. Boah, das hat jetzt mehr weh. Wir tauschen. Jetzt. Und halten. Festhalten, Axi, genau. Aber ein bisschen. Stopp! Es bricht weder mit dem Eck aus, noch schiebt es über die Vorderräder. Ganz eine normale Notbremsung. Nur halt mit dem Handbremshebel. Bitte. Also ganz ehrlich, mir ist ein bisschen schlecht, aber im Großen und Ganzen war es nicht so schlimm. Wir haben uns angestellt. Also wirklich sehr gut. Chrissy, muss ich sagen, du hast das natürlich souverän gemacht. Das ist halt das Leid der Herren, die wollen immer ein bisschen mehr. Axi wollte mehr, wie war's? War grundsätzlich in Ordnung. Wir haben gesehen, es passiert unter Anführungszeichen das, was man beim Bremsen auch erwartet. Die Räder bleiben langsam stehen. Das Optimale ist ja, weil das über das ABS-Steuergerät funktioniert. Somit werden die Räder übers ABS eingebremst und das Fahrzeug bleibt stabil. Wir haben es ausprobiert. Bitte macht das nicht nach, nur im Notfall die Antenne Steiermark ausprobieren.